So, ich habe jetzt endlich mal das Signal aufhängen können und habe auch eine kleine Steuerung dazu gemacht, wo es einfach mal alle 10 Sekunden durchschaltet, dass man sich das Ganze ein bisschen vorstellen kann. Genau, also es war ein ziemlicher Akt, dieses Signal jetzt aufzuhängen, weil nur das Hauptsignal an sich wiegt ungefähr 120 Kilo. Und ich habe mir in der Arbeit Halterungen machen lassen. Die vom Signal selbst kann man hier unten recht gut erkennen. Ja, es hängt jetzt bei mir an der Wand. Hier auf der Seite kommen noch das Zs3 und das Zs3v hin. Für eines der beiden habe ich schon die Halterungen. Für das andere muss ich noch Halterungen machen lassen. Ja. Geplant ist dann, wenn ich irgendwann mal noch ein Vorsignal habe, dieses Vorsignal hier drüben hinzuhängen. Ja, damit wird das Ganze eine recht lustige Installation. Wie gesagt, die Steuerung habe ich gemacht, die hängt hier hinten. Von einem kleinen Arduino einfach, den man frei programmieren kann. Also geschaltet einfach. Und jetzt dürften gleich alle Lichter mal angehen. Genau. Also so, es schaltet jetzt nur alle 10 Sekunden durch. Ich habe es im Normalbetrieb dann so, dass es so alle 5 Minuten mal durchschaltet. Ja, einfach nur damit, ja, wie gesagt, das ist halt eine Demonstration, die ich mir hier in der Wohnung aufgebaut habe. Und ich finde es ganz originell, muss ich sagen. Also mir gefällt es sehr gut. Ich finde dieses Signal optisch einfach irgendwie sehr schön, muss ich sagen. Zur Geschichte kann ich leider gar nicht so viel sagen. Außer, dass es aus dem Hauptsignal-Vorsignalsystem stammt. Ich vermute mal ungefähr der Mitte der 60er Jahre. Denn meines Wissens nach sind erst nach den 60er Jahren die Laterne für das grüne Licht und die Laterne für das orangene Licht nach links auf die Seite gewandert, dass sie quasi mit dem roten Licht und dem unteren Licht des Rangiersignals in einer Linie standen. Davor meine ich, dass es eben so war wie hier, dass das grüne und das die gelbe Laterne da in der Mitte waren. Wenn ich mich da täusche, möge man mich bitte korrigieren, aber meines Wissens nach war es so. Die Signale sind alle von Siemens hergestellt worden, also auch das Ersatzsignal hier oben sind alle von Siemens und darin werkeln werkeln Glühbirnen von Narva, das sind extra Spezial-Signalglühbirnen mit besonders hoher Lebensdauer. Die sind sehr, ja, mittlerweile rar. diese Glühbirnen haben nämlich 30 Volt, Doppelwendel, 2x 15 Watt. Und ja, es gibt zwar Doppelwendel-Glühbirnen in dem Format. Ich kann da mal schnell eine rausholen, dann zeige ich es euch. So schauen diese Glühbirnen aus. Ich versuche einmal etwas scharf zu stellen auf diese Birne. Kleinen Moment. So. So schauen diese Birnen aus, haben innen eine Doppelwendel, also zwei Glühbirnen. Was heißt zwei Glühbirnen? Zwei Glühfäden natürlich in einer Glühbirne. Und unten dementsprechend einen Kontakt. Diese Fäden sind so zusammengeschaltet, dass sie auf der einen Seite zusammen sind und hier an dem Sockel, an dem Außenteil, ihren Pol haben und dann jeweils eben den entsprechenden Kontakt hier unten. Das Ganze war dafür gedacht, dass wenn jetzt ein Glühfaden durchbrennt, dass man nicht sofort dahin fahren muss und eine Glühbirne auswechseln konnte, sondern entweder hat das ein Relais dann automatisch gemacht oder es wurde händisch gemacht. Dann wurde einfach auf den zweiten Glühfaden umgeschaltet, sodass dieser auch noch genutzt werden konnte. Bis er dann schlussendlich ganz durchgebrannt ist und
die Glühbirne ausgetauscht werden musste. Diese Glühbirnen, wie gesagt, waren sehr schwer zu bekommen. Es gibt sie nicht mehr zu kaufen, eben mit 30 oder wie ich sie hier betreibe, mit 24 Volt. Es gibt zwar welche mit, also es gibt LED-Varianten, aber die sind bei mir der Reihe nach durchgebrannt. Warum auch immer. Ich habe nicht mehr als 24 Volt. Sie waren ausgelegt für 6 bis 24 Volt, darüber hatte ich ja ein Video gemacht. Aber die sind aufgrund eines Konstruktionsfehlers einfach der Reihe nach durchgebrannt. Ja. Ich habe dann schlussendlich über die berühmte elektronische Bucht, auch bekannt als eBay, Glühbirnen bekommen. Original verpackt waren diese in diesen Nava-Schachteln. Und habe mir dann gleich noch eine zweite Schachtel gekauft. Ich meine, die Glühbirnen sind für 30 Volt, ich betreibe sie hier mit 24 Volt. Die werden ewig halten, gehe ich davon aus. Aber man kann ja nie genug haben. Nie genug Ersatz. Ja, es gibt sie zwar für 12 Volt mit demselben Sockel, aber 12 Volt bringt mir ja nichts, weil ich die Steuerung schon auf 24 Volt gebaut habe mit den ganzen Relais und drum und dran. Ja, darum war ich ganz froh, dass ich diese Glühbirnen dann noch gekriegt hatte. Ja, seht das mal noch nicht als Abschluss. Wie gesagt, es kommen noch die beiden Signale auf die Seite hin. Die sind im Programm schon vorgesehen, hängen jetzt aber noch nicht, weil ich erst, wie gesagt, die Halterung machen muss, beziehungsweise bohren und aufhängen muss. Was ich bei dem einen Signal aber auch nicht allein machen kann, weil es dafür einfach zu schwer ist. Ja, sagt mir, was ihr darüber denkt. Ich finde es ganz schön, hat nicht jeder im Wohnzimmer. Und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Failess.